Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sacred 2 Gold Together mit Chantal und LaFishy. Was machst du für einen Scheiß? Ich hab mich gerade wieder zurückgedreht, wieso? Ne, deine Figur hat gerade irgendwie ganz komischen Scheiß mit ihrer Stabwaffe gemacht. Top! Wir sind jetzt in Eibenbach immer noch, ich hab gar keine Ahnung. Und die Gegner sind immer noch, weiß. Wir haben gerade mal festgestellt, dass Sacred 2 irgendwie nicht so die krasseste Story hat. Zumindest keine, die uns aufgefallen ist. Und hier ist eine Quest. Also bei Sacred 1 wurde man ganz gut mit der Story an die Hand genommen, ne? Da hat man halt gesagt, jo, Land wird überfallen von Untoten, hilf mir dem König. So, dann hilfst du dem König und meine Katze ist gerade laut, weil meine Freundin sich da nicht drum kümmert, wie ich es ihr drum gebeten habe. Befohlen habe. Ja, genau. Mach kurz die Katze ein bisschen nass. Rangald, bring mir Theolife. Nein, bring Deolife dem Lagerverwalter 10 Wildschweinfälle. Machen wir. Kriegen wir 400. Oh, scheiße. Ich habe gerade fast mein Mikrofon umgerissen. Ha, top. Heute läuft nicht so bei mir mit dem Mikrofon und allem. Das hatte ich heute schon zweimal liegen und. Wenn es so weitergeht, ist es bald im Arsch. Okay, also wir müssen 1 Million Wildschweine töten, gefühlt. Hab nicht mal mitgezählt, wie viele wirklich. 10? Ja, 10? Hast du nicht 10 gesagt? Keine Ahnung. Ist schon wieder 10 vorgelesen, also. Top, kann sein. Hab ich vergessen. War ich ein bisschen zu laut und ging es zu Fisch, weil ich muss mich immer runterregeln für Together, aber das war mir in dem Ich glaube, er ist mir auch ein bisschen zu laut, aber wen interessiert das? Das Spiel ist auch wahrscheinlich 10.000 Dezibel zu leise, das interessiert mich einfach nicht. Besuch das Spiel ist sowieso viel zu laut. Das ist seltsam, das ist seltsam, oh Gott, Scheiß für Ambul. Was ist Ambul? Hier sind zwei Leute, die 1:1 gleich aussehen. Lamelas Mann und Meliondor. Ich lese mir schnell mal die Quest. Warte mal, lass erstmal die Quest gucken. Ich gehe Tiere töten. Das eine ist eine unerwartete Nachricht, das andere ist. Kann ich nicht lesen, warte, ich muss kurz 5 Schritt weggehen. Eine unerwartete. Das ist beides eine unerwartete Nachricht, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Ich hab keine Ahnung, ich glaube schon. Also wir müssen uns, glaube ich, irgendwie für einen von den beiden entscheiden. Für willst du was machen? Ah nee, das eine ist eine unerwartete Nachricht, das andere ein lohnender Weg. Okay, ich mach mal einen lohnender Weg, weil sich ein lohnender Weg gut anhört. Ich habe einen lohnender Weg gehört irgendwie zur Hauptstory und das andere auch? Lamedas Mann. Was? Meine Frau schickt euch? Oh, meine Tochter. Sie ist wirklich wohlauf. Ich stehe für immer euer Schild. Hier, nehmt dies, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir ist nichts mehr wert als das Leben meiner Tochter. Top. Ein lohnender Weg abgeschlossen. Haufen Scheiß. Und jetzt schnappe ich mal mit dem anderen noch. Was ist das denn? Du kannst einfach durch komplett tiefes Wasser laufen. Okay. Was ist das denn? Dieses Schwein wagt es, die Verlobung mit meiner Schwester zu lösen? Dafür bringe ich ihn um. Und dich auch. Was? Willst du verarschen? Ist Puff Schnauze hier? Komm. Chris Blitz und Peine. Ich habe ihn übrigens erschossen. Opfer, er hat nicht überlebt. Es ist vergangene Tage, was war es denn noch für eine Quest? Keine Ahnung, ich lese erstmal die anderen noch vor. Es tut mir leid, wie konnte ich nur die Beherrschung verlieren? Es tut mir wirklich sehr leid. Kommt, lass uns zu meiner Schwester gehen, ich würde sie sehr gerne trösten. Sie wohnt in Hauptstadt ein gutes Stück weg von hier. Also er sagte wirklich weg, ne, und nicht weg von hier. Glaube ich. Okay. Das ist bei dir die Quest. Wo ist die Quest? Das sind die Steuerabgaben. What? Wie meinst du? Wie weit ist denn das weg? In der Hauptstadt? Jo, halt dein Maul! Miau! Das war keine Katze, ich wollte einfach ein Miaushauen machen. Das ist ja ewig weit weg! Guck mal nach, wo das ist! Die Hauptstadt! Ich hab's gesehen, das halt ist rechts Fresse. Um die Ecke. Rechts um die Ecke! Rechts um die Ecke, 27 mal links gegangen, einmal rechts gegangen, 5 mal abgebogen. Hast du gerade hier irgendeine Quest gemacht? Ja. Ah, okay. Willst du die abgeben? Ja, ich behaupte mich gerade zu dir. Top, ich geh mal eine andere annehmen. Ups. Hallo, Anbul. Gut gemacht, genau das brauchen wir für das Ritual. Natürlich eine Folge. Nun, es ist an uns, wir müssen zu der alten Ruine auf dem ersten Magier der Hochelfen zerstören. Halt deine Fresse, komm mit. Okay, hier unten, also hier ist gleich noch eine neue Quest und dann ist auch die Hauptquest. Da ist... Fuck, der Typ ist gleich tot. Der kriegt richtig auf die Fresse, Alter. Anbul? Ne, meiner. Melondor heißt der. Ich hab Anbul dabei, der will nach oben zu alte Freunde, glaube ich. Der geht einfach ins tiefe Wasser. Hab ich gesagt, kannst du bitte aufhören, irgendwo hinzulaufen? Kannst du mir folgen, du Fotze?
Unreport sich auch die ganze Zeit hinterher. Ich hole mir eben mal kurz die Quest an. Moment. Gott, ich hasse die Kampfmusik so sehr. Weinhändler Jacque. Jacque? Nein, Jacque. Oh, geht in den Wein, Geller und Wiener, der also so denn los ist, annehmen. Kommt so ein Untoter, will mich ficken, Alter. Hab ich ihm kurz in die Fresse gehauen. Die letzte Trophäe. Nee, der letzte Tropfen, ups, falsch gelesen. Ich Idiot. Mach ich die kurz? Ausnahmsweise mal einen Tag im Voraus auf. Ja, ausnahmsweise, sonst nehmen wir immer zu spät einfach. Na, wir nehmen immer einen Tag im Voraus auf. Ja, aber. Ich mach mal kurz die Quest hier unten, ne? Ich denke. Ich mach die Quest nicht! Wieso? Weil der Dude sonst gestorben wäre. Er ist fast tot. Also Anwohl geht's gut. Er ist tot. Was ist denn das für ein kleines Mädchen, Mann? Anbu ist nicht so ein kleines Mädchen. Anbu macht das gut. Noch lebt er, aber nicht mehr lange. Ich kann den Typen, er ist tot. Meliondo ist gefallen. Alter, ohne Scheiß, ich krieg hier nicht mal Schaden. Komm mal her. Ich hab übrigens immer noch nicht geskillt, ja, ich weiß. Oh Gott, ich krieg hier doch auf die Fresse. Ich krieg hier sogar krass auf die Fresse. Rip Account. Also so krass doch wieder nicht. Ich habe noch ein Ding dafür. Der fängt übrigens ungefähr ab der Hälfte an rot zu leuchten. Was er irgendwie in Sacred 1 gemacht hat, wenn du unter 20% gefallen bist. Sammelt Kräuter für mich und bringt sie zu einer Hexe. Mein Fieber will einfach nicht sinken, Fremder. Wenn ihr mir nicht helft, bin ich in Todgewalt. Bitte sammelt ein paar Kräuter, die nur in der Mine hier ganz in der Nähe wachsen. Was kriegen wir dafür? Und bringt sie zu einer Kräuterhexe im Dorf. Nur sie kann mir noch helfen. Na komm. Was kriegen wir dafür? Ein Einsiedler. Kniepanzer. Alter, sind hier viele Gegner! Und die machen sogar halbwegs Schaden. Die sind irgendwie Stufe 7. Alle grün. Also ich will es nicht erleben, wenn wirklich mal Gegner auf unserer Stufe sind. Ich glaube, den krieg ich richtig hart auf die Fresse. Ich krieg das. Ich hab das Vieh gerade gar nicht getroffen, top. Ich treff auch so schlecht, das ist einfach so nervig. Das ist wie im ersten Teil mit Bogen spielen, einfach komplett sinnlos. Schön mit Bogen. Hast du gerade eine Questfolge gemacht? Nee. Okay, dann war ich das. Ich lösche aber noch den ganzen Keller aus, ey. Also Anbu kriegt gar keinen Schaden gefühlt. Top, sind deine Gegner weiß oder grün? Gelb. Grün. Okay. Also ohne Scheiß, der Typ ist hier reingerannt. Ist sofort inmitten von Gegnern gerannt. Hat sofort richtig krass auf die Fresse gekriegt. Skelette stehen hier auch wieder auf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe auch gefühlt ein Skelett gesehen. Ich habe gerade 3 oder 4 kalt gemacht. Okay, wir haben eine verkackte Quest. Außer man kann den Typen... Er ist zu Asche geworden. Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass man den Typen wiederbeleben kann. Ich find's auch gut, dass ich jetzt... Was machst du denn? Ich danke... Ach ne. Ich danke euch für eure Hilfe. Hier, nehmt etwas Gold und dieses Rote hier ist auch ganz passabel. Und dieser rote Wein. Ah. Hat er mir wirklich Wein gegeben? Nein, hat er nicht. Top. Der Fotze hat mir nicht wirklich Wein gegeben. Was soll denn das? Assi, reported. Ja. Oh. Oh. Okay. Was? Hab ihm verziehen. Er hat mir eine ziemlich krasse Waffe gegeben. Hat er dir ein Set gegeben? Nee. Er hat mir eine erlesene Bartachs aus Elfenstahl gegeben. Und einen ziemlich guten Bogen. Bei mir sind übrigens nur noch Untote. Ja, ich bin gerade in einer Höhle und sammle häufig Kräuter auf und die sind 1 Million Gegner gefühlt. Top. Also gefühlt sind es 2. Hier ist übrigens auch unser Hauptquest, also direkt neben mir. Okay. Okay, Kräuter, aber hier sind doch diese kleinen Mine. Habe ich gemerkt. Das ist wirklich nur kleine Mine. Goblins, Humanoiden, gutes Meme. Soll ich kurz unsere Hauptquest machen? Das ist irgendein Typen umbringen. Ja, mach ruhig. Okay. Hallo Räuber.
Das war unsere Hauptquest. Top. Die war schwierig. Beute-Edelsteine. Achso, Beutel-Edelstein. Ah. Das sind, glaube ich, die Steuerabgaben. Ja, sind's. Jetzt muss ich hier noch in die verfickte Stadt gehen, ey. Oh Gott. Wegen so einer dummen Hexe. Wo zum Fick ist unsere Haupt... Jetzt ist unsere Hauptaufgabe in der Hauptstadt. Okay, gut. Ja, ich glaube... Ich habe gelesen, wir sollen die Hauptquest machen. Da sollen wir die Steuerabgaben von Schlehenfurt oder so holen, die geklaut wurden. Und die sollen wir in die Hauptstadt bringen zu dem Verwalter. Machen wir gerade, okay. Ah, der Einsiedler schickt euch. Dies sind sehr seltene Kräuter. Ich würde euch einen guten Preis machen. Einsiedler wird ihr nichts bekommen, außer ein paar salbungsvollen Dankesworten. Nein. Ich habe die Quest angenommen für ihn. Uiuiui. Wahrscheinlich uns angetan zu haben. Hier, bringt euch das Essen. Danke. Hallo, wie komme ich da rein? 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 Wo kommst du rein? Ich will. Warte, erstmal hier Seelenstein aktivieren. Fick auf die Quest, Alter. Ich will jetzt erstmal. Wie komme ich da hin? Wo? Dahin. Genau dahin, wo ich jetzt gerade bin. Warte. Weiß ich nicht, was willst du machen? Jetzt sehe ich dir gleich, jetzt sehe ich dir gleich. Weil ich gesehen habe, ob es da noch mehr gibt. Hallo. Böse Anbul, nein. Ausgewähltes Reittier kaufen. Bei Besitz eines Reittiers gleichen Types wird dies verkauft. Ich kann mir hier gerade ein Pferd kaufen. Okay, top. Man kann sich verschiedene Pferde kaufen. Ein Gangpferd, ein Klepper. Also man kann sich ein Gangpferd und einen Klepper kaufen. Für das Gangpferd braucht man aber, glaube ich, reiten. Das Gangpferd? Ja. Aber die haben keine Geschwindigkeiten, so wie es aussieht. Schade. Ich gehe davon aus, dass in Klammern rot reiten heißt, dass ich es nicht habe, oder? Ja. Okay, dann kaufe ich mir jetzt einfach das kleine Pferd. Hallo, Ferdi! Du bist ein dummes Ferdi, hallo, du. Nein, ich will mein Ferdi reiten, bitte. Danke. Ich hab Ferdi, Freddy! Top! Top! Wo gibt es das Pferdesymbol? Da gibt's das Pferdesymbol. Du bist Ferdi. Top. Ich habe ein Ferdi gekauft. Klassischer Fischmove. Hat nur 8 Scheine gekostet. Ein klassischer Fiss? Ja. Fiss kenne ich. Fiss war doch irgendwer aus Mass Effect, oder? Ach, League of Legends. Ach ja, genau. Irgendwie so ein dummer Charakter. Kleiner Fun Fact. Der Witcher Fiss-Tech. Na klar. Das war eine Droge, die man sich auf dem... Ja, genau. Da hinschmiert, wo es... Wo man es zurückzieht. Genau. Das war richtig dumm. Top. Okay, hier ist ein Händler. Der ist mal leckend rein. Niemals. Anger Emote. Schwöre. Warum okay. Muss du eigentlich jeden Goblin anprügeln? Keine Ahnung. Ich bin übrigens gelevelt für... Ach Gott, Alter. Ich bug mich übrigens alle 10 Sekunden auf so ein Haus drauf. Aber ich nehme mir mal 5 Quests an. Hallo Fotze, wie heißt du? Du heißt Marie-Anne. Also sie heißt Mary, also oder Marie und dann Anne. Ich danke euch, dass ihr versuchen, wie das Stand-Up der Hexe diesen Kräuter für Vögel zu verkaufen. Stattdessen habt ihr mein Leben gerettet. Mir wird's voll besser gehen, edler Wanderer. Ich bin edel. Marie-Anne möchte etwas von uns. Begleite mich in die Unterwelt. Mein Geliebter ist gestorben, aber nachts höre ich ihn um Hilfe rufen. Ein Gelehrter hat mir erzählt, es gäbe eine Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Bitte begleite mich in die Unterwelt. Soll ich das machen? Ich schon wieder. Wir kommen gerade erst, weißt du, ist schwierig so. Kann ich auch Nein sagen? Ja, kann ich. Okay. Wir waren gerade erst in Underworld. Ja, das war echt nicht gut. Zumindest zum Schluss nicht. Kopfgeldjägerin Myram? Ich glaube, sie heißt Myram. Er schlag 5 Kobold-Schamane. Mache ich. Frauen, die gewalttätig sind, spreche ich übrigens immer wie Russen, weil russische Frauen für mich gewalttätig sind. Ich mache jetzt mal kurz die Quest hier mit in der Unterwelt, ne? Annehmen. Oh Gott, die kommt wirklich mit. Sie ist bestimmt nach 2 Schlägen tot. Anbul nicht. Anbul ist ein guter. Hat Anbul auch eine Lebensleiste bei dir? Ja, ne? Ja. Top. Gottverdammte Scheiße. Okay, wohin muss ich denn mit Mary M? Oferus. Ohne Scheiße, es macht gar keinen Spaß, diese ganzen Monster zu töten. Oh, das sind schon wieder 100 Quests, ey. Top.
Also ohne Scheiß, Questen finde ich ja cool. Aber nicht in diesem Spiel. Habe ich nicht so das Problem mit. Das Problem, was ich habe, ist, wie bei Sacred 1, ich treffe 90% der Zeit einfach nicht. Aber wenn ich treffe, mache ich auch krass viel Schaden. Also ich one-hitte irgendwie fast alles aktuell. Ja, also auch die grünen Gegner. Von Wildschweinfell oder so. Top. Von 100? Oh, gelbe Gegner jetzt auch bei mir. Mary Ann hält sich übrigens zurück. Ich brauche zwei Schläge für den gelben Gegner. Was er sieht. Zwei Schläge für den gelben Gegner. Das finde ich gut. Oh, außer für Wildschweine. Wildschweine sind ein bisschen stärker. Meine Wildschweine sind ziemlich schwach hier. Ich weiß nicht, sind das auch Eber? Ein Eber hatte ich gerade und der Rest war normale Wildschweine. Also der Eber hat ein bisschen mehr durchgehalten. What the fuck? Schicker Turm, Mädchen. Ich gehe jetzt in die Unterwelt. Tschüss, Freddy. Tschüss. So muss ich da nicht hin, ey. Hast du das Spiel aufgehängt? Nein. What the f... Hier ist wirklich Lava. Top. Top gemacht, Freddy. Was habe ich gemacht? Du hast gerade ein Wildschweinfell aufgehoben, glaube ich. Jetzt habe ich das letzte. Hier sind Zombies. Anbruch haben wir woanders, what the fuck? Heiltrank benutzen brauchen wir nicht, danke. Okay, stellen wir fest, Mary Ann ist jetzt... Oh Gott, die hält auch nichts aus, ey. Zum Glück hält die sich zurück. Nein! Hallo, Geist. Böse Ratte, du wirst nicht Mary Ann töten, hast du mich verstanden? Kann man anderen Charakteren eigentlich wieder Heiltränke geben? Weiß ich nicht, Anbruch hat keinen Gebrauch bisher. Ich treffe die scheiß Ratte nicht mehr. Okay, jetzt muss ich noch einen Zombie töten. Hallo, okay, okay, ich mach krass Schaden. Nein, was habt ihr getan? Welch ein Unglück. Hey, ist er sauer auf mich? Ich bin mir nicht sicher, ob man Mary Ann heilen kann. Ich glaube nicht. Mary Ann ist gleich tot. Heilt die sich? Nein. Magst du mal herkommen? Ist gerade schlecht. Schade. Doch, die heilt sich ganz langsam. Jetzt muss ich Andrew auch noch töten. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich komme hier hin, die Geister sind sauer auf mich, ich töte die Geister und dann soll ich Andrew töten. Ich habe sie jetzt übrigens einfach weggesperrt. Also ich habe einfach die Tür vor ihrer Nase zugemacht, damit sie sich nicht umbringt. Frauen müssen vor sich selbst beschützt werden. Klassischer Frauen-Move. Lass die Tür zu, Mary Ann! Mary Ann. Frau, habe ich dir erlaubt, die Tür aufzumachen? Ich glaube nicht! Ich glaube auch nicht. Ich muss die alle herpullen, ey. Du bleibst da drin, verstanden, Fotze? Okay, ich habe hier noch eine Quest gefunden. Ich hab richtig Spaß an dem Spiel übrigens. Also ohne Scheiß, das Spiel ist nicht gut. Ich find's nicht schlecht. Also spielerisch finde ich es nicht schlecht. Mich kotzt extrem an, wie die, wie das Kampfsystem ist. Ich finde einfach, es ist schlecht. Das Leveln hier. Du spielst das Spiel ganz normal bis 1000 Level über Level. Ich weiß nicht, inzwischen habe ich nur noch gelbe Gegner. Böser Timberwolf. Ich glaube, wir hätten echt erst die Tutorial-Mission machen sollen, dann das, was uns gesagt wurde. Sammle die Froschkadaver ein! Froschkadaver, bla bla bla! Okay, mach ich für dich, Mr. Geist. Wieso sollen wir Froschkadaver ein? Die Tutorial-Quests sind einfach nur Quests, wo dir gesagt wird, wie du irgendwie was machen kannst. Das war's. Top. Ich hab die Tutorial-Quest auch null verstanden. Ich auch nicht. Ich hab auch nicht zugehört, um ehrlich zu sein. Also da, wo ich aktuell bin, macht das Spiel wieder Spaß. Ich mach Schaden. Halbverweste Frösche aufgenommen, danke. Gut, dass du halbverweste Frösche aufnimmst. Willst du auch ein paar haben? Nee, danke. Ich möchte morgen erstmal Ventilspiel prüfen bei meinem Auto. Same. War ein kleines Meme, ich natürlich nicht. Nein, ich glaube nicht. Grabstein. Eine weitere Sklavin für Harem des unersittlichen Orpheus. Die hat man doch gesagt, wie man Grabsteine aufmacht, ne? Raufklicken. Okay, klappt bei dem nicht. Oh, danke. Es reicht schon gar nicht mehr. Es riecht schon gar nicht mehr so streng. Hier, nimm dies. Du hast es dir verdient. Hey, ich hab Froschkadaver aufgerufen. Hey, es riecht schon gar nicht mehr so streng.
Das sind noch halb so scheiße wie vorher. Passiver Wasserelementar, Mann, das ist mein Geist gewesen, das ist mein Geist. Also ohne Scheiß, ich musste mich jetzt schon 5-mal heilen. Also nicht mit Heiltränken, sondern mit, Ich hoffe, ich schütze nicht ab, weil ich mich zu dir porte. Du bist inmitten von Gegnern. Ja, okay. Ich versuche dich ein bisschen zu saven, du bist wieder weg. Bist du noch da? Ja, jetzt bist du ganz da, okay. Du lagst gerade ein bisschen rum. Ja? Also so mit den Gegnern hier finde ich es ganz lustig. Die sind weiß für mich. Bist du schon Level 10? Ja. Die sind Stufe 8. Also die hier sind gerade alle Level 7. Ich hatte hier gerade eine Stufe 8. Oh, noch eine Stufe 8. Stufe 6? Ich bin auch schon fast Stufe 10. Wasserspeier, ich habe Durst. Dem Glöckner. Oh Gott, ich habe gerade alles zu lesen, ey. Ohne Scheiß. Oh shit, what up? Ich finde das Spiel einfach nur anstrengend, muss ich sagen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also das, was ich jetzt gerade mache, finde ich ganz lustig. Halt diesen Keller hier säubern. Dass ich nicht verstehe, wie die Story ist, finde ich kacke gemacht. Ich finde, man sollte zumindest verstehen, was man hier tut. Hier steht übrigens ihr gefallener Gemahle. Ich wollte gerade Germane sagen. Aber ich glaube nicht, dass er Germane ist. Das geht mal noch auf. Zweimal ist er bei mir aufgestanden. Ne, einmal sogar nur. Nicht so zweimal aufgestanden wieder. Ich glaube, es ist random, wie oft die aufstehen. Ohne Level 9er Kellerratte one-headed. Also ich übrigens zweimal geschossen, aber sie tot. Okay, ich bin hier bei der Quest. Ich denke, ich muss jetzt kurz schnacken. Ah, ich muss erstmal kurz Grabsteine aufmachen. Hier liegt ein Gladiator, der sich mit Orpheus angelegt hat. Grabstein. Gebrinn. Rinn. Ashta. Nein, auch hier gibt's nichts zu entziffern. Und ein weiterer Kunde des großen Orpheus. Ein Kampfmagier, vermutlich. Denn so richtig viel ist da nicht übrig geblieben. Cthulhu. Danke für den Grabstein. Kann ich die Sprache nicht, leider. Hier ruht ein, Dunkelelf? Was soll das denn? Wo hat Orpheus den her? Dummer Dunkelelf. Ich glaube, das ist ein Anspiel auf den ersten Teil. Weil es da Gladiator Dunkelelfen gab. Das kann sein. Und dann steht hier noch eine Wächterstatue, Wächter der Seelen. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Danke, Grab. Ich lag jetzt kurz mit der Leiche hier. Hier war schon einer. Logamir, du hast es geschafft, meine liebte Marianne zu mir zu bringen. Bitte hilf uns, den Weg aus der Unterwelt zu finden. Aber vorher töte Orpheus. Okay. Orpheus ist bei dir irgendwo? Hier ruht Logamir. Er war dumm genug, sich Orpheus in den Weg zu stellen. Ich glaube, es ist eine Anspielung auf Orpheus. Er bewegt sich wie ein Zombie. Oh, ist er süß. Freddy. Hallo, Orpheus. Komm mal her. Guck mal, wie er sich bewegt. Töte die Lebende und vernichte den Geist. Ich habe eine verdorrte Liebe wieder blühen lassen, wie Rühren. Meine Freude ist grenzenlos. Nur ziehen lassen kann ich euch leider nicht. Ihr versteht schon, wie würde es vor den anderen Dämonen aussehen? Aber einen Gefallen kann ich euch erweisen. Vereint sie ewig im Tod. Warte kurz, sollen wir Orpheus vernichten oder wollen wir ihn Hä, was für Orpheus? Wir hauen ihm richtig krass auf die Fresse. Okay, dummer Hurensohn. Guck mal, wie dumm er läuft. Guck mal, Freddy. Guck mal, er läuft dumm. Guck mal. Ich schnack mal kurz mit ihr. Danke, dass ihr... Danke, dass ihr uns verschont habt. Würdet ihr mich noch hinaus begleiten? Ja, wenn du nicht stirbst auf dem Weg, du dumme Fotze. So wie die ganze Zeit schon. Guck mal, wie dumm er läuft. Warte. Guck mal. Er läuft wie eine Mumie. Er läuft. Ich finde ihn super. Marianne ist übrigens fast tot und da steht zwischendurch Orpheus bei mir. Marianne. Orpheus ist tot. Er hat mich kaputt geschlagen. Was sollen wir überhaupt töten? Wenn ich ihn angucke, steht da Orpheus. Und wenn ich sie angucke, steht da auch Orpheus. Hast du eine Quest angenommen, dass wir Zombies töten sollen? Nein. Wieso habe ich die ganze Zeit Questgegner? Also es kann sein, dass ich das gemacht habe. Ich denke, weil dieses Dungeon hier ein Quest-Dungeon ist. Ja, aber die Ratten werden nicht so angezeigt. Nur seht ihr hier auch der Zombie. Na toll. Ich habe ihr gesagt, wo wir langfahren müssen. Und jetzt schau, wo wir gelandet sind. Grauen. Ja, aber er hat ihr ja gesagt, wo sie langfahren müssen. Ja, und die Frau hat es nicht geschafft, dann sind wir gestorben. Neue Zombies. Nice. Respawnende Gegner liebe ich. In Spielen. Kleiner Funfact tue ich nicht. Kleiner Funfact tut er doch. Hab mich richtig abgefuckt. Warte. Der vierte Part von Dingens kommt morgen, ne?
Nee, der müsste heute kommen. Nee, morgen? Drei habe ich schon geguckt. Kann sein, dass er... Drei war Bahnsteig oder Bahn irgendwas. Also wenn er heute kam... Warte, war ich heute nochmal bei dieser Festung? Nein, da, ich habe heute noch nicht geguckt. Nein, war ich in Part 3 bei diesem Außenposten nochmal? Und hab den nochmal befreit? Ja. Ja, okay. Das hat mich auch schon richtig angekotzt, dass ich da nochmal hin bin und dann nochmal Gegner töten musste. So, weil ich mir so dachte, Alter, ich habe hier schon alles gekillt. Nerv mich da nicht. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, über Stalker. Über Stalker, Schatten über Tschernobyl. Gott, bisher ist es ein echt gutes Spiel. Gott. Ich glaube, ich mache 30 Minuten Parts, übrigens. Ja, wäre besser. Ja, ich hätte ja auch einfach AFK dahin laufen können, aber habe ich keinen Bock drauf. Ich mache, glaube ich, so eine Mischung aus beiden einfach. Ist Mary Ann jetzt tot? Wenn ich das Mass Effect mache. Machst du Mass Effect 30 Minuten Part? Ja. Ohne Scheiß, ist mir noch nie aufgefallen. Das hast du am Anfang gesagt, dass ich lieber als 30 Minuten Parts machen soll. Oh, okay. Weil ich hatte die ersten, ich glaube, die ersten zwei Parts hatte ich nicht 30. Ich muss mal kurz Mary Ann hier rausholen. Also Mary Ann steht wieder hier drin. Ratte, stirb doch! Mary Ann? Magst du hier rauskommen, bitte? Hä? Ja, Mary Ann kommt hier nicht raus. Oder hast du sie jetzt hinter dir? Ich hab die nicht. Top, sie steht bei mir auch noch hier drin. Oh, vorher ist es da hinten, die Quest. Hä? I don't get it. Kannst du mit... Wir konnten doch gerade mit dir nochmal reden, oder nicht? Ich kann gerade nicht mit dir reden. Kannst du nochmal reingehen? Bin ich gerade schon. Ich habe versucht, mit dir zu reden, ging nicht. Ich gehe einfach mal zu der Quest hin. Gott, stehen hier viele Goblins, ey. Ihr... Hä? Also erstmal kann ich jetzt hier eine Quest abgeben. Wir haben bereits die Vernichtung der Schamanen gehört. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Kein Ding, was hast du fallen lassen? Bitte schütze mich ab, bitte schütze mich ab. Und hier ist... Hier ist Logamir. Seht nur, ich lebe wieder, ich kann euch gar nie dafür danken. Top, haben wir geschafft, die Aufgabe. Sie steht einfach weiter in der Grabkammer. Finde ich okay. Pferdehändler ist übrigens da hinten. Ja, habe ich schon gesehen. Guck mal, siehst du mein kleines Klipklapp? Siehst du mal, guck mal, du bist Ferdi. Pferdehändler ansprechen. Moin. Du bist Ferdinand. Ich glaube, mein Pferd ist aber Ferdinand. Willst du einfach mal versuchen, Schlacht das andere zu kaufen? Gangpferd. Was? Willst du einfach versuchen, das Gangpferd zu kaufen? Warte, welches hast du denn? Ich habe das Reitpferd. Ich habe auch nur Reitpferd und Gangpferd zur Auswahl. Ich habe Rennpferd, Klepper, Gangpferd, Rennpferd, Klepper, Reitpferd, Klepper. Ich hatte immer gerade noch Schlacht drauf. Oh Gott, ich habe hier ja viel mehr zur Auswahl. Oh Gott, gibt's hier viele. Ja, okay, es gibt ein paar mehr. Rennpferden kosten ja gar nichts, alle. Klepper. Die haben unterschiedliche Stats. Schlachtross. Rennpferd. Ich habe mir eins für 12.000 gekauft. Okay. Hey, die kostet jetzt alle nur noch 2.000. Nee. Ach, ich kann meins verkaufen. Ah, okay. Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich habe einfach irgendein Pferd gekauft, so. Es gibt gefühlt alle Pferde, ne? Ja. Ich glaube, ein Rennpferd wäre das Sinnvollste. Weil das schneller ist. Ich kaufe mir also 14.000. Wie steige ich auf? Einfach aufs Pferd klicken. Ich guck mal nach, wie der Kampf vom Pferd ist. Hoffentlich besser als bei... Ich habe scheinbar eine höhere Trefferchance vom Pferd aus. Ja, aber selbst das Reitpferd hat nur irgendwie plus 3% Laufgeschwindigkeit. Das Rennpferd meinst du? Ja, ich hatte ja, das habe ich schon gesehen. Okay, was machen wir jetzt? Erstmal nach Hauptstadt gehen? Wir müssen nochmal zurück. Stimmt, sehe ich auch gerade. Irgendwas gemacht. Oben war da auch noch irgendwas oder nicht? Ich sehe oben nichts.
Da bist du lang gelaufen. Nein, nein. Ich würde sagen, ansonsten kannst du ja kurz zurücklaufen und ich reite schon mal in Richtung Hauptstadt, dann kannst du dich zu mir porten. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal auf mit dem Part. Oh, okay. Dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen und man sieht sich aber beim nächsten Mal wieder, wenn wir komisch rumlaufen, keine Ahnung haben. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ciao.